Ja, und herzlich willkommen zu meiner Reise ins Wunderland, Folge 26. Hier ist euer Reisebegleiter Gamer Dico. Und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wir haben ja was geschafft. Wir waren riesig. Ja, und es hat schon wieder. Und ich könnte kotzen. Ich verteile die echt bald mal Kinnhaken hier. Okay, hier geht's weiter. Sieht ja wirklich lecker aus, ey. Alice, dein Kopf ist unnormal. Ach, da. Na, lecker. Und die versinken schon. Hallo, kommt mal hoch wieder. Danke. Mhm. Oh, guck mal, was da ist. Ein Herzchen. Extra. Ja. Auf zu haken, sonst gibt es einen Kinnhaken. Ja, diese Wo? Bleib ruhig. Jetzt ist gut mit der Hakerei. Geh mal eins auf Nummer sicher. Ich hab dich schon gesehen vom Weiten. Apropos, jetzt kann man gleich ein Waffen-Update machen, wa? Ja, ich nehm. Jawohl. Haha. Heavy. Chili Pfeffer. Ich fühle mich, ob ich gegessen werde. Da ist wieder eine Erinnerung. Wir haben wieder mal eine Erinnerung gefunden. Jedes Ding hat seine Zeit, Alice. Eine Blume erblüht und verwelkt. Auch Erinnerungen haben kein Recht auf ewiges Leben. Die Schmerzhaften sollten wir auslöschen. Ja, das sehe ich an, dass die Schmerzhaften machen uns eben da zu dem, was wir sind. Wie geht's weiter? Von da aus sind wir ja gekommen. Und da komme ich nicht mehr zurück. Ist ja ein Herz. Und dann noch eins. Oh. Wollte gleich mal meine neue Pfeffermehl ausprobieren. Hey.
Finde ich aber nett, dass ihr euch darüber dazu bereit erklärt. Na? Scheint angekommen zu sein. Ich hatte jemand anderen erwartet. Du kennst deinen eigenen Geist nicht. Mein Geist erscheint mir fast wie ein Fremder. Was du behauptest, nicht zu wissen, ist nur, was du verleugnet hast. Du hast deine vagabundierenden Erinnerungen zurück. Was hast du damit vor? Einst hast du meinen Griff nach der Macht unterbunden. Mit Gewalt. Aber nun gestattest du es jemand anderem, meinen Platz einzunehmen. Ich werde dich bestimmt nicht vermissen. Du ziehst den heißen, stinkenden Atem und die unerbittliche Aufmerksamkeit eines mächtigen, vernunftlosen, gefühlskalten Radau-Bruders vor? Das bezweifle ich. Hast du mehr für mich als eine Warnung? Die Raupe sagte, du könntest mir helfen. Dafür bräuchte es ein attraktiveres Angebot als das momentan. Aber sonst sind wir alle verloren. Nicht verloren. Vergessen. Ich mag hier überleben, aber mit dir ist es aus. Du verstehst das Wichtigste der Zerstörung, das weiß ich. Der Zug versucht, alle Bilder deiner Vergangenheit zu zerstören, vor allem das Feuer. Nun, wen sollte das nützen? Wer profitiert von deinem Wahnsinn? Die Zerstörung des Wunderlands ist auch meine Zerstörung? In der Tat. Und ich habe ihn aufs Gleis gesetzt, ich kann ihn stoppen. Das ist gut für mich. Ich bin nicht verrückt. Hab meine Familie nicht getötet. Ich bin gesund. Ich bin nicht wahnsinnig. Ich bin unschuldig, nicht schuldig. Was passiert hier? Was tust du? Der Zug muss gestoppt werden. Aber es gibt mehr zu tun. Dein Blick verdeckt deine Tragödie. Die ganze Wahrheit, die du angeblich suchst, klammert dich aus, weil du die Augen vor dem verschließt, was dich umgibt. Ja, lecker. Dieser Wahnsinn hat keine Methode. Meine fachliche Meinung? Wahnsinn ist durchaus heilbar. Wenngleich vielleicht nicht in diesem Fall. Der Obrigkeit muss man gehorchen, oder man muss sie stürzen. Hart aber gering. Das ist so meine Methode. Aber sie ist verrückt wie ein Hutmacher, die arme Kleine. Das Schlimmste ist vorüber und rüber und rüber. Vergiss es, Alice. Vergiss es. Okay. Kann Realität und Illusion nicht unterscheiden. Denk an deine letzte Reise. Ein Elefant vergisst niemals, wo er seinen Rüssel gelassen hat. Zugreisen nur mit kleinem Gepäck. Niemals größer als dein Kopf. Ich mag mich irren, euer Gnaden, aber ich bezweifle es. Hinab den Pfad des prähistorischen Schleims. Und dann nochmal zur Seite. In der Tat, Doktor, das war geboten, ganz sicher. Ich würde sagen, es ist sehr heiß hier drin. Ich meine, vernebelt. Und sie hilft nicht mit. Oh nein, nein, ganz und gar nicht. Was für eine Blamage. Ich befürworte deine Entlassung und schon stehst du wieder vor der Tür. Mein Ruf ist ruiniert, Leute reden, Alice. Ich bin ein Gewohnheitstier. Knochen vergraben. Gemerkt? Loyalität. Du darfst niemals von zu Hause weglaufen. Platz, Alice. Sitz. Wuff.
Ich bin jetzt in der Anstalt. Juhu. Hilfe, ich kann nicht mehr. Oh Mann, hier sind genug Verrückte drin. Ich will laufen. Lecker. Ich gehe weiter, bis ich nicht mehr weiter kann. Okay. Wenn das nicht, du weißt schon, wer aus der Idiotenabteilung ist. Jo, es ist Alice, Onkels prämierte Irre. Diese Instrumente sind grauenerregend. Aber ein Loch im Kopf schafft mehr Platz für die Sorgen. Genau das Richtige für deinen Stein des Wahnsinns. Wahrscheinlich auch für Krampfanfälle. Du musst sie genauso satt haben wie ich dein Gejammer darüber. Ah, das waren Humpty Dumpty. Ja, lecker. Weiter geht's. Manch mentaler Zustand lässt sich durch einen Aderlass lindern. Der Doktor glaubt nicht, dass es gegen deine Symptome helfen würde, aber ich bin am Ende meiner Kraft und die Blutegel brauchen auch Arbeit. Ein Bäckersdutzen, Schwester. Ich setze sie selbst an. Nein, ich will. Ich weiß, wo es weh tut. Na lecker. Was kommt jetzt noch auf uns zu? Ich weiß. Wo ist nochmal oben und wo unten? Ich wollte sagen... Ein Gebet aufsagen? Unterbrech mich nicht, wenn ich nicht... Aufs Klosett gehen kann? Unerträglich. Das bist du, aber was bin ich? Ich geb dir... Ein Geschenk, aber ich habe nichts für dich. Humpty Dumpty in Doppelpack. Bei meiner Wirklichkeit... Ich beuge das Haupt vor eurem riesigen Hintern, euer Gnaden. Einmal in Wirklichkeit und einmal im Wunderland. Komm jetzt, Alice. Sollte man mir nicht ebenso gehorchen wie der Königin? Ist das etwa zu viel verlangt? Ich will, was sie wollte. Sei einsichtig. Tausche die Tentakeln gegen den Zug. Das ist unterm Strich die bessere Option. Entweder das oder zurück nach Rutledge. Nie ein freundliches Wort oder eine Anerkennung meiner Dienste. Verdiene ich nicht ein bisschen Glück? Wage es nicht, mir streitig zu machen, was mein gutes Recht ist. Hab dich aus dem Irrenhaus geholt. Jetzt wirst du freiwillig wieder reingehen. Hab's deiner Mutter gesagt. Du bist ein abweisendes und stures Kind, lebst zufrieden in deiner eigenen Welt. Junge Frauen müssen ihr Wunderland verlassen. Die wahre Welt ist nicht so wundervoll. Du musst erwachsen werden. Vielleicht durch eine weitere Behandlung. Du wirkst vernünftig. Aber der Schein kann trügen. Ich kenne dich als launische, gewalttätige Person. Ich kann nicht sagen, dass es mich überrascht, dass man dich wieder ins Irrenhaus gesteckt hat. Ein Aufenthalt unter Beobachtung wird dir gut tun. Okay. Okay. Na lecker. Was sie wollte.
Ich bewege mich immer. Hilfe, Alice! Wir brauchen deine Hilfe! Verlass uns nicht! Schon wieder! Übergeh uns nicht! Warum leidet ihr? Die Tyrannei der Königin ist nur eine Erinnerung. Sie hat doch keine Macht mehr über euch, oder? Feinde kommen und gehen. Doch nun herrscht ein neues Übel. Und die Bosheit dieses Feindes stellt die besiegte Königin in den Schatten. Okay. Das heißt wieder ab ins Wunderland, um den neuen Feind zu besiegen. Okay, jetzt wird's creepy. Das ist das brennende Haus. Das Puppenhaus. Mit neuen Outfit. Kapitel 5. Passt es? Was geliebte Spielzeuge den Kindern, sind Kinder oft den Erwachsenen. Objekte der Eitelkeit und Projektion, die man irgendwann wegwirft. Mhm. Okay. Jetzt hat meine Schleife einen Puppenkopf statt einen Skelettkopf. Was soll der Scheiß? Thank you.
Suche und du wirst finden, sagt man. Aber was du finden wirst, sagen sie nicht. Das gibt's doch nicht. Oh Mann, ey. Schräg jetzt nicht mal, ne? Die Labilen sind mehr als nur verrückt. Sie haben auch andere Seiten. Der Puppenmacher wird sie dessen berauben, was von ihren kranken Seelen noch übrig ist. Sie brauchen Hilfe. Ich weiß um den Schmerz. Ich würde helfen. Aber muss man dafür geistig gesund sein? Ein gewisses Maß schon. Du bist nicht verrückt genug, um abgelehnt zu werden. Du bist wie sie, irgendwie. Aber du bist nicht sie. Ich sollte nicht uns sagen, weil ich sie bin. Aber du gehst deinen Weg. Der Weg ist vorgezeichnet. Okay. Ich glaube, ich kenne diesen Weg. Und mir wäre wirklich lieber, ihn nicht weiterzugehen. Hierher, ihr Schwachköpfe. Rein mit euch. Okay. Hey, Puppmädchen, alles bei senkrecht bei dir? Ich war ein Junge, hab nie mit Puppen gespielt, nur mit Actionfiguren. Autsch, das war heiß, Mädel. Das war noch heißer. Wird hier von einer verrückten Puppe verfolgt.
Alter, Puppe. Bist jetzt mal bald fertig. Nein, da gehe ich nicht rein. Also so crazy, ich dachte schon am Anfang und jetzt das Königreich war crazy, aber... Lolli. Okay. Ich hörte, Selbstständigkeit sei eine Tugend. Jetzt hast du es auch gehört. Okay, was hier so alles als Kerzenbeleuchtung durchgeht. Was soll der Scheiß jetzt? Thank you.
Die Beweise sind erdrückend. Jedes Geschöpf hat eine Aufgabe. Es ist meine geheiligte Pflicht, jeden jungen Menschen seiner Bestimmung zuzuführen, sei sie nützlich oder nicht. Verstehe deine Geschichte, deine Mythologie. Aha. Also der Dog, der wird mir... Oh. Der Doc wird mir mal unheimlicher und ich stürze lieber gerne in den Tod. Wieder in den Tod. Ich will nur zum nächsten Speicherpunkt, damit ich endlich die Folge... Nein, was ist endlich? Ich muss dann gleich die... Bin ich jetzt zum nächsten Speicherpunkt gekommen? Ja. Und... heute. ja. wartet. Schnelles Geschnetze hier. Oh ja, ich habe vergessen, ich habe hier noch Sachen gestellt. Mach jetzt einen scheiß Flammau. Wieso habe ich nicht gezielt? Alter. Falsch gesprungen. Ey, Mistvieh, stirb endlich! Ich hasse Puppen. Damit hätten wir... Bitte speichern, danke. Und so, meine Damen und Herren, endet auch diese Reise ins Wunderland. Begleitet mich beim nächsten Mal bei Alice Madness Returns. Ich verabschiede mich. Euer Gamer Deko. Zock gut, ciao.